Hast du mal überlegt, Asman, das ist jetzt für alle Jungs da draußen, woran das liegen kann? Sei ruhig, Alpha-Männchen, gib Befehle, setz Grenzen, aber sei auch ein bisschen feminin. Hallo Mensch, danke, dass du unsere Videos anschaust. Abonnieren und Glocke einschalten, damit du nie wieder was verpasst. If you hate production! Der Grund, warum wir oft an uns selbst zweifeln, ist eigentlich ganz einfach, nur kompliziert zu verstehen für die meisten. Wenn man in eine Beziehung reinkommt und am Anfang passt die Chemie, man versteht sich voll gut, es läuft alles perfekt, man ist verliebt bis zum Erdboden, wieder rauf bis zum Mond. Alles ist einfach wunderschön. Du vermisst jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde mit dir oder mit ihm. Und du willst einfach das Beste, du willst einfach jede Sekunde, die du hast, mit dir teilen. Nach der Zeit ereignen sich Dinge, die dir den Verstand ausrauben. Plötzlich kommen Konflikte, die du nicht lösen kannst, die in deinem Kopf passieren, aber auch zur Realität nach der Zeit werden. Doch was ist das Problem? Warum ist das immer wieder so, wenn man sich am Anfang perfekt versteht? Ja, man kommuniziert so gut und alles ist wunderschön, es gibt gar keine Probleme. Die rosarote Brille hat dich übernommen. Dann kommt plötzlich die Zeit, wo alles seinen eigenen Weg nimmt. Sie geht da, du gehst da und man hat kein Verständnis mehr füreinander. Warum? Eins muss dir klar sein als Mann, wenn du Alpha-Männchen bist und Befehle gibst, bam, 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 du bist Checker, du kannst alles. Oder bist du einer, der sehr feminin ist, der zurückgezogen ist und sehr, sehr viel Liebe zeigt, aber ja, Schatz, ich bin da für dich, ich gehe nirgends heute, ich werde meine Zeit mit dir verbringen. Und immer süß bist, scheitert auch. Als Alpha-Männchen scheitert es, als femininer Mann scheitert es. Wo ist jetzt das Problem? Hast du mal überlegt, Asman, das ist jetzt für alle Jungs da draußen, woran das liegen kann? Sei ruhig, Alpha-Männchen, gib Befehle, setz Grenzen. Aber sei auch ein bisschen feminin. Sei fürsorglich. Sei für sie da. Das gehört dazu, Mann. Das gehört dazu, dass du für sie da bist. Dass du die Zeit mit ihr teilst. Aber auch deine Träume verfolgst. Der Punkt ist es, einen Mittelwert zu finden. Sei Alpha-Männchen, wenn es sein muss. Sei aber auch feminin, wenn sie dich braucht. Und mit diesen zwei Punkten werdet ihr gemeinsam jeden Weg da draußen auseinanderlegen. Das sage ich euch, Garantie 100% von Adonis. Das habe ich von meinen Erfahrungen gelernt. Frauen sind kompliziert, mir ist das klar. Frauen sind verdammt nochmal kompliziert. Sie sagen Dinge, aber meinen das. Sie meinen so, aber sagen so Dinge. Man wird sie nie verstehen. Aber soll ich euch ein Beispiel erklären, warum das so ist? Du bist ein Mann, du bist ein Feuer, okay? Du brennst richtig fest, okay? Und die Frau ist der Wind. Manchmal macht sie Ärgerwind auf dich, okay? Jetzt bist du gefragt. Was machst du? Lässt du dich auslöschen oder wächst du mit? Wenn man Feuer, ihr kennt das bestimmt beim Grillen, so mit Wind macht, versteht ihr, was ich meine? Dann wächst das Feuer, oder? Dann kann man grillen, oder? Aber wenn sie es auslöscht, kann man nichts mehr machen. Und so ist es verdammt nochmal auch in einer Beziehung. Die Frau wird immer wieder Druck machen. Die Frau wird immer wieder eine Scheiße bauen. Nicht, weil sie an dir zweifelt oder so. Das sind manchmal Tests. Sie will sehen, wie weit kann ich gehen bei meinem Mann oder bei meinem Freund. Wie weit kann ich gehen? Wo ist meine Grenze? Und wenn du als Mann hier sagst, ey, fick dich, ey, ich hab keinen Bock mehr auf dich, ich verpiss mich, dann wurdest du ausgelöscht. Fertig, die Sache hat sich, Digga. Aber stehst du stabil und lässt das Feuer mitwachsen, mit dem Wind. Ey, Digga, dann, das war's. Dann wächst du gemeinsam. Schlechte Zeit, komm, Wind, puh, bläht durch dich, Bruder, was machst du? Du wächst noch mehr, du wächst noch mehr. Und dieser Wind, er wird dich verstehen. Er wird sehen, er hat keine Chance bei dir. Und so kann ich das auch als Beispiel an euch weitergeben. Also, Jungs, packt euer Kopf zusammen und die Nächste, die ihr euch holt, mit Vernunft. Okay, mit Vernunft, wenn ihr was Ernstes wollt. Wenn ihr nichts Ernstes wollt, dann lasst die Weiber, Leute. Es gibt da genug Jungs, die was Ernstes wollen, dann kommen irgendwelche Ficker-Checker und klären diese Weiber.
Und diese Weiber sind zerstört vom Vertrauen, vertrauen keinen Jungs mehr. Leute, das ist verfickte Kettenreaktion, hört auf damit. Okay, das war's. Ich hoffe, diesmal was komplett was anderes. Leute, packt euren Kopf zusammen, okay? Es ist die verdammte wahre Liebe, die müssen wir beschützen. Wir sind an allem schuld. Wir sind die Menschen, die für wahre Liebe geboren sind und die wahre Liebe beschützen müssen, okay? Also Leute, ändert euch langsam. Es wird wirklich Zeit, yo, 2019 und die wahre Liebe geht immer weniger am Arm. Gut. Euer Adonis, bleibt cool. Nice, dass du immer noch da bist, lieber Mensch. Hoffentlich hast du uns schon abonniert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es uns durch einen Daumen hoch wissen. Wenn du Bock auf Musik hast, hier links findest du unseren Musikchannel. Da machen wir gratis Musik für unseren Fans. Wenn dir gerade langweilig ist, dann guck dir die vorgeschlagenen Videos an. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal. Sei ein Arbeit, sei ein kranker Visionär.